Es ist wieder soweit. The Baby and Yellow Mods. Und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, herzlich willkommen zu The Baby and Yellow. Also Freunde, ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Viel Spaß im Video. Lasst ein Like da und vor allem viel Spaß. Bäh. Wir sind auf jeden Fall wieder voll drin. Was geht ab? Das Baby oben heult. Okay, wir machen mal die Tür entspannt auf. Hallo? Baby, Hallöchen. Mensch, Kollege, du bist ja groß geworden. Leute, ist das Baby irgendwie größer geworden? Da stimmt doch was nicht. Du bleibst hier und schläfst, ist das klar? Also, wir holen uns mal ein wenig was zu essen. Oh mein Gott. Ja, also anscheinend hat das Baby wieder richtig Bock. Und man kennt's halt, also... Leute, wer hat eigentlich so einen langen Kühlschrank, ne? Sag ehrlich jetzt. Kurz ein Mikrofon reinholen. Digga, was soll das Baby? So, ich geh mal rein. Ich hol mir mal die Flasche. Let's go. Ja, läuft. Oha, Alter. Yo, Digga, Matrix, was geht jetzt ab? Ich bin wieder hinten irgendwie im Kühlschrank. Mach mal die Tür auf. Hallo? Ah, das ist jetzt natürlich richtig schwierig, Leute. Hallo, Baby. Ey, warte mal ganz kurz. Junge, was ist denn hier los? Warst du nicht eben noch ein bisschen kleiner oder was? Warte mal, hä? Leute, was ist da mit dem Baby passiert? So. Ja, du kannst jetzt erstmal aufhören zu weinen. Wie sieht das hier drin eigentlich aus, ne? Ich sag ganz ehrlich. Vielleicht sollten wir dich einmal in die Toilette stopfen. Was hältst du davon, ha? Leute, ne? Ich bring dem Kleinen die Toilette bei. Und zwar nicht, wie man hier pinkelt, sondern wie man das Baby da drin... Oh, war jetzt auch nicht richtig, oder? So, pass mal auf, Kollege. Jetzt geht's rein in den Ofen. Ich lasse dich hier einmal ganz kurz stehen. Du bleibst jetzt da mal. Und dann werde ich dich da... Junge, wo ist denn das Baby hin? Digga, du passt doch nicht mehr in den Ofen rein, Kollege. Ja, Leute, was ist denn da los? Mach die Ofentür zu. Ja, nee, der passt da nicht mehr rein. Yo, Bruder, was ist denn das für ein Ding? Leute, was ist denn da los? Man, guck dir mal die Arme an. Okay, also Jerry, pass auf. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt mit dir machen. Ich nehme dich mal ganz nach oben mit und schmeiß dich. Die Tür ist abgesperrt, Leute. Die Tür hier ist offen. Jerry, ich schmeiß dich mal hier. Ey, also ich glaube, du brauchst ein neues Bett, Kollege. Weißt du, wie ich meine? Da stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Oh nee, ey. Leute, ich hol mal die Trinkflasche. Eieieiei, das ist ja wohl die Riesentrinkflasche. Boah, Junge, ist die schwer. Ich muss erst mal die Treppe hochkommen. Cherry, ich habe hier deine Trinkflasche. Ist sie groß genug? Ja, ich glaube, das haut hin, oder? Hier, Alter, sind wir einen Schluck. Ja, das fand er gut, Leute. Wir bringen ihn mal jetzt mal rüber zum Wickeltisch. So, einmal hier rein, so. Oh, komm, Junge, komm, einmal rein da. Komm, einmal rein jetzt. Ach. Sehr gut. Und wir schmeißen ihn da oben rauf. Ja, das denke ich mal passt. Wir nehmen mal die Wände. Jo! Also ich glaube, das ist so nicht so ganz gedacht, ne? Also jetzt ehrlich. Wir gehen mal nach oben und holen mal den Talisman der absoluten Abzocke, damit wir Exorzismus beim Baby durchführen. Ich bin ja Profi, Leute. Let's go. Du verdammter Aal. Ich komme da nicht so ganz durch. Jetzt hör auf zu heulen, Alter. Ja. Alter, wird's mir auch nicht mehr gut gehen, wenn ich jetzt so drin häng. Leute, ich habe da ein kleines Problem, Alter, mit dem Riesenbaby. Was machen wir denn da jetzt? Werd bitte nicht größer, okay? So, ich komme sofort. Ich muss einmal schnell hier an den Kühlschrank und was gucken. Ach, verdammt, ich habe die Trinkflasche ja schon, Junge, du bist doch jetzt noch größer geworden, oder? Ist es eigentlich dein Ernst? Wie groß willst du werden? Ich trag dich jetzt die Treppe irgendwie hoch. Hä? Seht ihr das? Bin ich blind oder was? Das Baby ist doch gerade... Denkst du, ich gehe da jetzt nach oben? Nö. Ja, Digga. Ja. Da, der Gang ist nämlich wieder frei. Alles entspannt. Ja, was machst du denn jetzt, Kollege? Was machst du denn jetzt? Ich bin weg. Das sag ich dir, wie es ist. Leute, ihr dachtet, na, jetzt wieder so, aber nee. Ich fahre jetzt einfach abwärts. Ja. Da haben wir das Baby gedribbelt. Ja, dann gehen wir doch mal runter ins Apartment 509. Da kann ich jetzt aber nicht rein, weil ich die Tür aufmachen muss. Und jetzt kommt der kleine Scheißer, Leute, und will mit mir spielen, ne? Da bist du, das ganz kleine Baby. Der denkt, der kann mich verarschen, der kleine... Was ist denn da gerade passiert?
Ja, also ich kündige. Okay, Leute, wir gehen wieder rein. Bitte mach nichts. Ey, Terry, ganz im Ernst. Ich sammle dir hier irgendwelche Seiten zusammen, okay, und pack die da rein. Alles cool. Aber bitte tu mir nichts. Boah, also... Terry, du, ich glaube, da ist was nicht ganz... Ob die Entwickler gedacht haben, dass das so laufen muss? Ich glaube nicht, Bro. Wir nehmen die Seite hier, also... Du... Digga. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt Klavier spielen? Ich bin super gespannt. Okay, man sieht ihn nicht. Das Baby ist nicht da. Jetzt reicht's aber. Ich nehme den Schlüssel und mach jetzt auf die Tür. Weißt du, wie ich mein? Der denkt, der kann mich hier richtig hops nehmen. Nee. Jetzt werde ich mal mit dem Baby ein paar Spiele spielen, ne? Komm mal mit, mein Kleiner. Kennst du den Kühlschrank schon? Ist ein neuer. Leute, was wird passieren? Also, du weißt schon, wenn ich jetzt die Tür zumache, das geht schlecht für dich aus, Bro. Digga, was ist denn da passiert? Was? Also, Terry, es tut mir doch leid. Ich meine das nicht so, okay? Nehm dich ja schon mit. Ist doch gut. Bleib hier im Flur, du Lappen. Ich mach die Tür jetzt zu. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Junge, was soll das? Hallo? Terry? Wo bist denn du? Terry? Guckst du schon wieder Fernseher oder was? Komm mal mit! Hä? Wo ist das Baby jetzt hin? Oh mein... Ich glaube, so war das nicht gedacht. Leute, wenn ihr sowas habt... Dann geht einfach nach Hause und schreibt mir auf Instagram. Ich kümmere mich drum. Ach so, ich habe noch was vergessen. Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich bin türkische Familie oder so. Scheiße, mach die Tür zu. Weg hier. Was geht denn hier ab, Mann? Oh Gott, das ist auf so vielen Ebenen so verstörend. Boah, endlich mal ein bisschen Ruhe. Leute, was mache ich denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Schreibt mal eure Lesung in die Kommentare am besten, okay? Bitte, Hilfe. So, wir sind in der zweiten Nacht. Alles ist geschmeidig bisher. Beim letzten Mal habe ich gesehen, dass irgendwie war der Fahrstuhl kaputt. So ganz komisch. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie was durchspielen müssen dafür. Aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass wir die Räume hier und so weiter bald mit Map-Coding scripten. Also wir wollen diese Räume begehbar machen, dass man dann dahinter gehen kann und dann sind halt quasi so eigene Räume. Hab ich auch schon sehr, sehr Bock drauf. Hier, Leute, ist ein ganz komisches Ding drin. Es gibt ein Arztgeschenk. Ja, also irgendwas ist hier drin. Guckt euch das mal an. Das tickt auch so. Aha! Es tickt also sehr laut. Okay, naja gut. Sag mal. Hello there. Dumbo, guckst du dir schon wieder Fernsehen oder was ohne meine Erlaubnis? Du sollst schlafen. Das klären wir kurz. Wo ist das Brot? Wo ist das Brot, Dumbo? Komm her. Das hast du davon. Das ist so geil, Mann. Ja, Dumbo, jetzt liegt das Brot aber da unten. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie nicht so cool, ne? Aber kein Problem, ich schmeiß ihn einfach mal in den Ofen hier rein und wir machen mal so einen kleinen... Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir so einen kleinen Braten mal machen, Leute? Wir nehmen mal so einen... Also erstmal machen wir eine Salamischeibe an die Backe, ne? Ist das gut? Jo, perfekt. Also ich schmeiß einfach mal richtig viel Käse. Okay, der Käse klebt, aber... Oh, habt ihr gerade die Augen gesehen? Alter, was war denn das gerade? Das hast du davon. Du kannst dir mal eine Brille anschaffen. Oh, verdammt, ne? Wir müssen ihn, glaube ich, noch ein Stückchen weiter reinmachen. So, das Ganze passt jetzt erstmal. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Oh. Ich glaube, ich fand den nicht so witzig, ne? Ja, ist doch alles gut. Hier, nimm ein Ei oder so. Okay, hä? Digga, ich wollte da gerade die Flasche rausnehmen. Wo ist denn jetzt die Flasche hin, Leute? Hä? Ey! Hallo? Was? Leute, hä? Digga, was ging jetzt ab? Leute, ich check gar nichts mehr. Wo ist die Flasche, Dumbo? Alter Mann, du sollst mir die Flasche geben, Brudi. Hey! Hä? Was geht denn da? Leute, bin ich blöd oder... Sag mal! Ja, nervt hier!
Du verdammtes... Leute, wo ist diese verdammte Trinkflasche? Da unten vielleicht? Da. Auf entspannt. Oh nö, jetzt heult der Alte da hinten wieder, Mann. Ey, hier, nimm deine Pissflasche. Und weißt du was? Von mir aus kriegst du auch noch einen Teller da hinten hin. Ah ja, also der Teller ist jetzt irgendwie... Ja, ist ja gut. Hier, Dumbo. Ist doch in Ordnung. Ich bringe dich mal zum Wickeltisch, ne? Hier liegen Salami, also... Hier liegt Essen auf dem Boden. Hier liegt Essen auf dem Boden. Was ist mit dem Brot hier? Ist das verdammte Brot jetzt auf? Du sollst das Brot essen. Seh zu. Ist das Brot? Ey, Leute, das ist so geil, Mann. Das ist einfach geil, Digga. Ich finde das einfach gut. Ich bin ehrlich. So, wir machen die Klobrille einmal hoch. Ich muss sie auch noch mal waschen. Ah, wir müssen erst die Windel da jetzt dran bringen. Was ist das denn? Digga, habt ihr das gesehen? Das glaubt mir doch kein Mensch. Junge, was hat die Windel gerade ein Eigenleben entwickelt? Hallo? Hey, Windel? Hallo? Also, Digga, ich sag so, ne? Wenn die Windel da reingeht, Digga, dann geht er lieber nicht hinterher. Aber wir müssen's tun, weil ich sonst arbeitslos bin. Hey, Digga, die Windel hat eine Kochmütze auf. Hallo, Windel? Digga, verarsch mich doch nicht so. Was soll das, Mann? Windel! Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ah, ja. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber der Raum hier sah auch mal anders aus. Uff. Junge, diese Windel ist doch... Was soll man dazu sagen? Wir haben 0:00, okay? Und diese Tür hier ist leider nicht zu öffnen. Wir haben keinen Notfall, also müssen wir den Schnuller hier jetzt tatsächlich noch nicht nehmen. Wir sehen jetzt aber hier ziemlich viel Papier. Da ist auch noch so eine Katze, die wir eingesammelt haben. Und hier steht es tatsächlich. 3. Juni, wir brauchen einen Babysitter und so weiter. Oha, Leute. Also ich muss schon sagen, das Update ist wirklich richtig krass geworden. Props gehen raus an die Entwickler, die sich hier so viel Mühe gemacht haben. In diesem Spiel steckt einfach so viel Liebe drin und ich gebe dem Spiel so viel Liebe. Und in dieser Windel, Leute, steckt irgendwas anderes drin. Da bin ich mir ganz sicher. Nun ja, wir gehen mal runter und geben dem Baby mal die Windel. Ey! Ich habe die Windel hier gerade durch das ganze Haus verfolgt. Weißt du, wie mich das aufgeregt hat, Kollege? Schlimm. Leck mich, ey, ganz ehrlich, Alter. Wow, 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 okay. Warte ganz kurz, warte, warte. Ein Geist, warte ganz kurz. Alles klar. Perfekt. Digga, das sieht so aus, als hättest du einen Hut auf, ne? Leute, wir können ja mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt mal hier ins Pausemenü gehe. Was, wir haben ja neue Geheimnisse. Wir können Hüte freischalten ab 10. Und das Arztgeschenk, das ist halt noch so dieses Mega-Secret einfach, was wir definitiv auch nochmal irgendwie entriegeln müssen. Aber sehr, sehr geil, wie das hier aufgebaut ist. Ich mach mal den Kühlschrank auf. Ey, wir holen mal eine schöne Zwiebel. Hier, mein Bester, willst du eine Zwiebel essen? Jo! Leute, das mit der Zwiebel ist so geil, Mann. Okay. Also, ist cool. Ich werde jetzt, denke ich mal, dich ins Bett fetzen, oder? Willst du ins Betty? Ja? Okay. Jetzt hör mal auf zu weinen, Alter. Du hast doch nur ein bisschen was abbekommen, ey. Ganz ehrlich, der heult auch schon wieder rum. Hier, nimm deine Schachfigur mit. Und was lesen wir heute für eine Geschichte vor, Leute? Das ist ja auch neu, ne? Jede Nacht hat eine eigene Geschichte. Das Kaninchen. Also nehmen wir den Plüschhasen damit und lesen mal die Geschichte vor. Ja, ich setze mich dann mal hin, würde ich sagen, ne? Leute, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber habt ihr das gesehen? Der liegt da mit seinem Kopf so auf dem Holz, aber ist cool. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst, sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang, hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie, haltet sie auf! Leute, voll die krasse Geschichte. Der weiße Hase ist ja der Extract, so aus diesem Chapter 2 sozusagen. Sehr, sehr interessant. Durch dunkle Gänge! Hey! Ich wollte das Buch lesen, du Dreckschwein! Findest du das witzig, Mann? Der findet das witzig?
dann mache ich das jetzt auch. Leute, ihr dürft euch bei Babys niemals unterbuttern lassen, Digga. Da holst du dir eine Gewürzgurke aus dem Kühlschrank, weißt du, gehst du nach oben, nimmst die Gewürzgurke und klatscht dem kleinen Drecksbalg die mal richtig auf die Stirn. Perfekt. So, wir lesen dann mal weiter, okay? Perfekt. Durch dunkle Gänge jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbittliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde im Palast. In und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt vor Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Der Prinz rief: Ich brauche neue Freunde, mehr, jetzt, noch ein. Ich bringe dir welche, mach dir keine Sorgen, erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Können wir uns mal ganz kurz darüber unterhalten, wie das hier aussieht? Okay, Hashtag Grusel, wenn ihr das Baby jetzt richtig creepy findet. Das stimmt doch, er schläft wieder, ne? Der Alte schläft wieder. Mit einer Gurke im Gesicht. Leute, Kinder sind so süß mit Gurken im Gesicht, ne? Ich sag euch, wie es ist. Naja, wir werden mal auf dem Sofa ein bisschen chillen und mal schauen, was wir hier heute noch so entdecken, ey. Aber ich sag euch, ne? Das ist, ich feier das, Digga. Das Update ist... Irgendwas hat hier geklingelt. Was geht denn hier ab und warum sitzt der Hase hier? Hallo? Ja, was ist das denn? Der Hase hat geguckt. Ein Toasty 4000? Junge, wie geil ist das denn, Mann? Ich kann mir ein Sandwich machen. Ich kann mir doch kein Sandwich machen, glaube ich. Och Mann, ich habe so einen Hunger jetzt. Digga, Sandwich Maker Beste. Mann. Also Freunde, wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Hier hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby. Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby. Und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein, auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen, weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas, das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Der weint ja nicht wahr. Alright, Leute, also wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner, komm mal mit in die Küche und ich werde... Was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den... Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal... Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... Ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... Ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? Oh Gott! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich find das so witzig. Leute, komm. Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön... Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ey, ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt, ich hole mal die neue Windel. Und, was machst denn du da? Wie bist du denn jetzt, also... Okay, kein Problem. Ich zieh dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. X einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was.
Ja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... Ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal, chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann, halt den Rand jetzt da oben, ey. Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne? Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich habe gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay. Ich mach mal den Schlüssel auf, na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal, na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Hab das Baby fallen gelassen. Ja, heißt euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was, On the Baby in Yellow. Und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Hört ihr das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... Oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Ja. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So, steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen in den Garten. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll dir das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinlege? Nee, nicht die Katze. Ich mach mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier, ey! Der spielt da mit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Dann kriegst du jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich versteh's nicht, okay? Ja gut, ich gebe dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu! Hast du mich verstanden? Sonst mixe ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch oder was? Stimmt! Ich muss den Fahrstuhl rufen! Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios. Oh. Zaubertrankflaschen. Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby mal. Oh, ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello? Oh shit, not good. Sommer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben, kriegst du. Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen?
Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool. Geil, Mann. Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug. Und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase... Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass! Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht. Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser. Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht's, ich zünde eine Atombombe! Es läuft, was läuft. Schön im Fahrstuhl runter zu der Kleinen. Mal gucken, was sie so treibt. Und ja. Oh. Oh Gott. Scheiße, mal halt den Fahrstuhl an! Aua! Alter, leck, Mann. Stell dir einfach vor, der Fahrstuhl ballert nach unten. Wo bin ich hier? Ah ja, ich bin im Hotelzimmer auf, ganz entspannt. Das finde ich gut. Und wir gucken uns mal hier vorne jetzt um. Was geht da so? Hallöchen. Mach mal die Tür hier auf. Das Schloss ist davor. Verdammt nochmal. Habt ihr das gesehen? Bist du nicht Larry? Du bist doch Larry, die, Also, was ist das da für eine Maske? Guck dir mal die Augen an! Alter, Mann, da stimmt doch irgendwas nicht! Larry, gib mir den Schlüssel wieder! Och, komm schon, Larry, bitte! Mann! Okay, ich muss jetzt erstmal eine Runde Klavier spielen oder so, ne? Ah, das ist keine Klaviermusik. Vielleicht hier so? Ja, das sieht ganz gut aus. Ich werde mal ganz kurz diese Zettel darauf packen und dann sage ich euch eins. Larry wird so verprügelt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich schmeiß die gleich komplett durch alle Möbel durch. Die denkt, die ist safe, aber nix da, Leute. Ich bin ja auch noch am Start. Wir spielen jetzt erstmal auf entspannt Klavier. Guck mal, wie sie da hängt. Du... Bis gleich, Dad. Tschüss. Alter, leck, ey. Tat das eigentlich weh? Ah, ja. Die heult und dann verpisst sie sich wieder, ne? Weißt du eigentlich, wie gemein die ist? Das ist ja anders schlimm. Ja, hier um die Ecke müssen wir jetzt erstmal die Schallplatte besorgen, Leute. Ja, genau die hier. Und wir müssen die anhören, damit wir gleich das Baby verprügeln können. Ist eigentlich auch ganz nice. Baby verprügeln durch Schallplatte. Ah, ja. Was soll das denn jetzt? Das war ja wieder gar nichts. Baby, komm mal her zu mir. Na komm schon. Ja, ich nehme mal den Schlüssel. Und jetzt ist Feierabend für dich. So, ich schmeiß dich jetzt erstmal überall durch die Gegend. Du verdammtes Baby. Komm mit. Hast du mal eine Klospülung gerochen? Nein? Dann rein damit. Digga, zieh dir das mal rein. Ey, geht's dir gut? Hallo? Hallo? Okay. Tschüssing. Ja, perfekt. Die Alte ist jetzt erstmal schön geduscht. Alles entspannt. Und ich schmeiß das Ding jetzt nochmal irgendwie in den Kühlschrank rein. So, bleib mal da drin. Du kriegst von mir auch noch ein Stück Melone. Kannst du snacken, wenn du willst. Aber das reicht jetzt. Und wir überlegen uns währenddessen einen Plan. Guck mal, ne? Also so einen Kühlschrank reinpacken. Das ist... die richtige Methode. Wie ich nur mal gesagt habe. Die richtige Methode. Ich werde jetzt erstmal den Fahrstuhl aktivieren. Ah, der Strom geht nicht, ne? Das ist natürlich schlecht jetzt. Dann gehen wir doch mal hier hin und gucken einfach mal. Bin sehr gespannt. Ah, hallo? Wir müssen jetzt uns den Sicherungskasten erstmal ansehen. Ah, das fühle ich noch. Okay, und dann machen wir das jetzt. Sag mal, du hast doch schon wieder die Sicherung geklaut. Ey, mach dir nicht... kaputt.
Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, warum das so ist, aber ich werde jetzt einfach die Sicherung hier nochmal reinpacken und das Ding aktivieren. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir! Mitkomm! Ich schmeiß dich da rein! Habt ihr das gehört? Das Baby. Das war ja anders gruselig. Wir müssen jetzt zum Aufzug zurückkehren. Okay. Moin! Also das mit dem Kühlschrank? Das habe ich nicht so gemeint, ne? Oh nö. Hallo? Ich gehe dann einfach mal, ne? Auf ganz entspannt. Hallo? Darf ich hier nicht durchgehen? Ich bin auch gleich wieder weg, okay? So, wir gehen mal hier durch. Ui. Perfekt, Alter. Jetzt wird der Aufzug gedrückt. Easy. Hallo? Larry? Larry! Oh Gott! Larry kommt! Scheiße, Leute, wir müssen laufen! Da ist der Schlüssel! Mach das Schloss auf! Da kommt... Oh, verdammt! Larry kommt! Gar kein Bock! Dreieck, Mondsichel! Okay, perfekt! Mondsichel, Dreieck, da! Ja! Larry! Oh, scheiße, Mann! Larry kommt! Oh! Alter, hab ich mich erschrocken! Gott im Himmel, Reiter jetzt! Mach das Ding zu! Drück den Knopf! Verpiss dich! Oh. Erstmal eine Runde chillen. Das war zu viel. Ach ja, schön. Da ist Larry jetzt wieder. Und die hört richtig schön Musik. Ach Mensch. Ja, dann hole ich doch einfach mal die Flasche aus dem Kühlschrank. Achso, die ist andere. Digga, was geht denn hier ab? Hey, hör doch mal auf damit jetzt. Sag mal. Also, ich glaube nicht, dass das so richtig ist, ne? Ey Leute, was geht ab, Mann? Es ist wieder soweit. Let's go! Ey, das ist so bescheuert, Mann. Guck dir das mal an. Ja, also ich glaube, dir geht's nicht mehr so gut, oder? Die surft da so ein bisschen auf ihren Klonen rum oder so. Sag mal, kannst du die Klone jetzt mal einfach abbestellen so? Ich hole jetzt erstmal die Trinkflasche. Na komm, mal sehen, ob das was bringt. Ja, den kann ich dir nicht geben, aber dem Baby, okay? Weißt du was, Baby? Du hast eine vollgeschissene Windel. Ich lass mal deine ganzen Freunde da dran riechen. Leute, kommt mal! Die können jetzt erstmal schön. Ja, jetzt ist hier Ruhe. Leute, ich mach die Musik mal an. Ach, so ist das. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass das so easy ist. Na denn? Gehen wir einfach mal nach oben. Mit dem Herzschlüssel und schließen das hier auf. Und bewegen uns einfach mal im Raum vorwärts. Ja, komm mal mit, Baby. Komm mal mit. Ist alles cool, ne? Mann, Witz, verpiss dich! Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Weg mit dir. So, ist auch mal gut. Der haben wir es gezeigt, Leute. Wenn die jetzt irgendwo nochmal kommt, ich schmeiß die direkt wieder zurück. So. Moin. So, Alter, weißt du was? Verpiss dich! Mann, das ist doch einfach nicht cool. Ich gehe jetzt hier straight durch. Ist mir egal. Das Baby, ich mach gar nichts mehr dafür. So, Alter, was ist das denn? Moin. Ich weiß, Fernsehen gucken ist cool und so. Aber muss nicht sein. La 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 la, keine Fernsehen angucken. Ich muss mir noch irgendwas kaufen. Das Ding hat fast meine Seele eingesaugt, Mann. So. Auf chillig jetzt. Digga. Na? Verpiss dich! Raus! Raus aus dem Raum! Ich hab gesagt, raus! Du gehst hier schön aus der Tür da. Da kannst du bleiben. Ich bleib hier allein in deinem Zimmer. Du mit deinem Fernsehengesicht, ey. Ganz ehrlich. So. Das reicht mir. Okay. Ich hab das Gefühl, dass, es stimmt irgendwas nicht, ne? Dir das? Jetzt einfach mal straight hier durch. Wir schauen uns das mal an. Auf chillig. Ganz entspannt schauen wir uns das an. Larry! Larry, du sollst schlafen! Eigentlich. Larry, bleib mal cool jetzt. Wir gucken einfach mal. Na. Ja, genau. Die Augen hier. Was soll man dazu sagen? Ganz normaler Tag. Larry? Larry! Oh! Larry! So, jetzt reicht's mir. Du solltest dich nicht in den Dämon verwandeln! Ich sag dir, was ich mit dir mach! Ich schmeiß dich schön raus! Verpiss dich! Ja,
Da habe ich jetzt eine Brücke gemacht. Man kann die Kinder auch ins Dunkle werfen, ist schon okay. Ihr wisst ja auch, ich habe die Beziehung und die Kindererziehungstipps. Ich bin ja der absolute Profi hier. Ihr könnt mir ja voll vertrauen. Ich kenne mich nämlich wirklich bestens aus. So, weil Kinder sind bei mir eigentlich immer ganz auf entspannt. Aber... Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Warte kurz. Verdammt, mach die verdammte Tür auf. Ich muss hier raus. Oh Gott. Oh Gott. Ja, besser ist das. Ich habe nichts gesagt. Moin. Du siehst echt gruselig aus, mit Maske, ne? Larry, kannst du die nicht mal abnehmen? Diese dunklen, leeren Augen. Hey, Mann, da hinten kommt wieder Larry! Okay, ich zieh einfach durch. Einfach laufen, ganz entspannt und einfach durchziehen. Okay, schnell, ganz schnell hier, da, der Notausgang. Mach die scheiß Tür auf. Seh zu. Okay, hier fallen jetzt irgendwelche Sachen runter. Ja, Alter, Digga, zieh dir das mal da oben rein! Yo! Das meint die nicht ernst. Ja, wir können hier durchlaufen. Babyflaschen fallen runter, ich muss hier raus, Mann. Dieses verdammte Kind, lass mich raus! Oh, das war's. Ich bin fertig mit Babysitten. Hier, den Kühlschrank, die Trinkflasche. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Was war das denn da gerade im Spiegel? Ah ja. Ah ja, Leute. Seht ihr das? Macht keinen Sinn. Seht ihr das? Das ist dieser magische Spiegel, ja, auf dieser ganz anderen Ebene. Lol, es ist das, was ich hier in der Kamera sehe, Leute. Guckt euch das mal an. Oha. Ja, crazy. Okay. Haben wir auf jeden Fall wieder was Interessantes gefunden. Das hier ist das Schlafzimmer mit der Maske. Und das hier ist mein Gamingzimmer, Leute. Richtig nice. Warum ist da eigentlich kein Let's Play von mir drin? Also hier steht Delirious Army. Ist ja auch alles in Ordnung, Digga. Aber ich finde... Denomi Army oder wenigstens irgendwas von mir hätte ich... Also es wäre cool gewesen. Ich sag mal so. Ja. Na gut, wir sollen die Maske mitnehmen. Wir bringen die mal runter und, ja, gucken mal, was wir mit dem kleinen Mädchen machen. Ach, komm mal her. Na, Larry? Wie geht's dir so? Leute, kennt ihr das, wenn ihr Kinder so hochwerft? Ist, wenn die Kinder halt böse sind, ne? Dann machst du so! Ja, scheiße ist das! Guck dir das an, Larry. Jetzt ist dein Fuß gebrochen. Na toll. Erzähl es bitte nicht mein Chef. Ja, was guckst du jetzt so blöd? Setz dir bloß die Maske auf, du hässliches Kind. Okay, die Augen sind starr wie sonst was. Weißt du, Kinder, ne? Das ist immer schwierig so. Ich sag mal so. Legst du rein in den Ofen, machst du zu. Und zündest an den Aal. Alles klar, mein Bester. Ob das unbequem ist? Boah, ist mir egal. Ich geh oben zocken, Leute. Was ist denn da mit den Füßen los? Komm mal hoch da. Ach Mensch, war doch nicht so gemeint. Wir trinken erstmal was, ne? Na komm, nimm mal die Flasche da. Sag, hast du dir gerade in die Hose geschissen oder was? Ab an die Wand, Junge! Ich hab gesagt, ab an die Wand! Larry! Mach kein Auge jetzt! Larry! Larry! Hast du gerade die Decke angeschissen oder was? Runter mit dir! Und die Windel kommt auch gleich mit! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Wir bringen zu Bett, ne, den kleinen Racker. Play games on the computer? Da sehe ich mich, Leute. Let's go. Och nö. Ey, ich wollte in Ruhe zocken, Alter. Und jetzt plärt die da rum. Kann ich nicht einmal in Ruhe zocken, oder was? Mann, ey. Larry? Larry, wir müssen da mal über was reden. Was macht dieser riesengroße, blinkende Teddy? It was at this moment that he knew. He fucked up. Larry, guckst du schon wieder Fernseher oder was? Komm mal mit, Junge. So, jetzt reicht's hier. Ab in den Kühlschrank mit dir. Da kannst du dich jetzt erstmal abkühlen. Das reicht. Perfekt, ab in den Ofen. Mach ich auch gleich zu, den Aal. Du willst Fernsehen gucken? Nicht mit mir. Ja, ist ja okay. Komm raus. Ich bring dich wieder ins Bett. Mit deiner Maske sollst du im Bett bleiben. Du bist hässlich, Mann. Ich will doch nur zocken, Leute. Ich will doch nur zocken. Ist Larry noch in seinem Bett? Nö. Sag mal, wie kommt der denn immer eigentlich aus seinem Kinderbett da raus? Larry? 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 Sag mal, Larry! Ich hab doch gesagt, du sollst nicht Fernsehen gucken! Du kommst jetzt mit! Und rein in den Ofen! Jetzt reicht's mir! Jetzt kannst du deine Füße brechen lassen! Let's go! Arschgesicht! Dein Trinken? Das war doch nur ein Spaß. Das ist mir hier zu blöd, auch ganz ehrlich. Also mit der Windel... Hallo?
Findest du das witzig oder was? Hey, gib mir die Windel wieder. Ach, komm schon. Die Windel ist unterm Bett. Oh. Na gut, Larry, ich bring dich jetzt ins Bett. Mama hat gesagt, heute kein Ärger machen, okay? Bitte, heute mal kein Ärger machen, ehrlich. Es reicht auch irgendwann. Also, das erklärst du, Mama. Oh Gott, ich bring dich ins Bett. Mann, Kinder sind so anstrengend. Ich hab doch gar keinen Bock. Larry, nicht so. Larry, nicht so. Genau so, Larry, perfekt. Also, Leute, wie bringt man Kinder ins Bett? Genau so. Liegst du bequem? Ich glaube ja, Leute. So schlafen Kinder doch öfter ein, ne? Wir gehen dieses Mal runter und chillen ein bisschen auf dem Sofa. Finde ich gut. Och, Mann. Leute, ich krieg so wenig Geld dafür, dass ich hier aufpasse. Larry, mein kleiner Schatz. Hallöchen, bleib locker. Du brauchst deinen Teddy? Wo ist denn eigentlich dein Teddy, Mann? Brauchst du den hier? Nimm doch den. Och, Larry, wo hast du deinen Teddy denn gelassen? Ja, ich guck mal kurz. Leute, also meine Frau, ne? Die meint, ich krieg das hier nicht hin, aber ich habe meistens alles im Griff. Väter können auch auf ihre Kinder aufpassen. Hallo, Schatz. Hier ist alles in Ordnung. Feueralarm? Was meinst du? Feueralarm! Larry, es brennt! Verdammt, Leute! Scheiße, Mann! Boah! Das kann nicht wahr sein, ne? Ich hab den Ofen hier gelöscht. Wir nehmen den Teddy mit. Ja, scheiße, Mann. Larry, hier. Boah. So, jetzt langt's aber, ne? Okay, Larry. Ich mach die Kuscheltiere kaputt. Und weg. Und hit. Und weg. Und let's go. 4 Stück fehlen noch, ja? Und weg. Und weg. Und auch den. Larry, ich hab doch gesagt, du sollst nicht mit dem Teufel spielen. Jetzt reicht's mir aber mal. Lass das Pentagramm jetzt hier vom Tisch. So, du baust hier überall Kerzen im Raum auf, ja? Hör auf damit! Ich sag dir... Weinst du gerade? Das Kind weint. Larry, ich helf dir! So, pass mal auf, Kind. Ich sag dir eins, ne? Du kommst in den verbrannten Backofen, wenn du nochmal mit dem Teufel spielst. Wie man mit Dämonenkindern umgeht. Ja, das weiß ich. Larry, ich hab was vor. Perfekt. Ja, Larry, scheiße, ne? Du überdimensionales Ding. Bleibst jetzt hier? Kopfhörer hast du schon auf oder was? Entspannt. Ja, dann zocken wir doch erstmal eine Runde. Also, alles lockere Basis. Auch hier, Leute. What the hell is this mess? Es hat sich hier einiges an der Beleuchtung getan, muss ich tatsächlich sagen. Krass. Und können wir auch die Tür hier aufmachen? Nice. Wir arbeiten aktuell an einem Projekt, wo wir diese ganzen Hotelzimmertüren mit Karten modden. Das ist natürlich eine eigene Mod, für die ich wieder sehr viel Geld bezahle, aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch für euch. Wir wollen diese ganzen Hotelzimmer hier einfach mit irgendwelchen Räumen füllen und dem ganzen Spiel neues Leben einhauchen. Wenn ihr das feiert, Leute, Hashtag Karte in die Kommentare reinschreiben. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall mal das kleine Pissgör hier mal rausnehmen. Mensch, na? Ich habe schon so viele Namen für dich. Ich nenne dich jetzt einfach Dumbo. Na komm, Dumbo. Bleib mal auf dem Tisch. Hier vorne ist irgendwie eine Seele oder so. Digga, die Seele sagt einfach Lauf. 12 Stück gibt es davon. Oha, das Badezimmer, Alter. Das Badezimmer ist ja richtig lang geworden. Wasserhahn aufdrehen? Als ob! Digga, als ob das geht! Cool. Oh, ich dachte, man kann den Mülleimer aufmachen. Das wäre so witzig, Mann. Ach komm, ey. Leute, ich werde den Entwicklern das direkt mal sagen, dass sie den Mülleimer auf jeden Fall nochmal patchen sollen. Beziehungsweise, dass man den... Jawoll! Sie haben sich tatsächlich ein Herz gefasst. Bei sowas fange ich immer an zu weinen vor Freude, Leute. Also fast, ne? Ich finde das so cool. Man kann mich so leicht begeistern. Kochen für Windeln? Was ist denn Kochen für Windeln, Alter? Okay. Was ist das für ein Buch? Das einzige Kochbuch, das du jemals brauchen wirst. Da haben wir noch eine Seele gefunden. Wir können jetzt 12 Seelen irgendwie rausnehmen. Was ist denn das hier? LOL! Als ob, Digga. Ich kann hier einfach was zu essen rausnehmen. Haha!
Hey, was geht? Leute, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Also, Dumbo, du brauchst doch noch Proteine, ne? Let's go. Das ist so cool. Dumbo, komm mal mit. Du brauchst noch ein paar Eier, Dumbo. Let's go. Bleibst da? Dumbo, let's go. Ist das geil, Mann. Hey, Dumbo. Wir machen Eier werfen. Ist das cool, Mann. Hey, das sieht so dämlich aus. Okay, Leute. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Was ist... Dumbo, du hast da einen Pilz an der... Dumbo. Könnten ja jetzt mal... Ey, Digger, Mann. Dumbo? Ey, ist das geil, Leute. Bitte macht das nicht zu Hause nach, okay? Nur da... Das ist einfach so gut. Ich werde eine Zwiebelscheibe mal da ran tippen. So, und noch eine Tomate hier. Wir machen einen kleinen Salat mit Käse natürlich, ne? Hallo, kleiner Salat mit Käse jetzt. Ich hab... Das wollen wir so einfach mal machen. Du hast da... Mensch, Dumbo! Dumbo, du hast da Pilze im Gesicht! Oha! Krass. Kann ich den da reinstecken? Ey, das ist natürlich belastend, ne? Aber irgendwie so ein Staubsauger? Hm, okay. Also, wir können das Baby leider nicht in diesen Mülleimer reinschmeißen. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß halt nicht, ob der kleine Racker hier oben reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig mit diesem Schinken. Ey, Leute, das kann man nur geil finden, oder? Oh, es ist gut. Scheiße, ich kack mich ein, Mann. Oh, na gut. Leute, wir werden die erste Nacht auf jeden Fall heute natürlich ganz entspannt mal zocken. Was ist das denn? Arztgeschenk verriegelt. 9 weitere Seelen befreien. Okay. Also, so wie es aussieht, müssen wir diese Katzenseelen finden. Ich mache mich dann erstmal ganz kurz auf die Suche, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wow, hier sind irgendwelche Fußspuren drin. Lol, Digga. Aufzeichnung abspielen. 1 von 5. Was ist hier eine Waschmaschine? Das ist keine Waschmaschine jetzt, ne? Dumbo! Dumbo, mein Bester! Du bist doch dreckig oder was, ne? Warte, ich gebe dir mal ganz kurz was zu essen. Dann kannst du ja nochmal Kacki machen. Wo ist denn die Flasche jetzt eigentlich hier nach da? So. Ja, hast du wieder voll gepupst, ne? Ja, mein Kleiner, ist kein Problem. Oh. Entschuldigung! Schnitt! So, einmal auf die Wickelunterlage. Wir holen die neue Windel. Rudi? Ich ziehe jetzt die Windel da auf dem Flur an, okay? Und dann gehen wir hoch. Guck mal, wie der lacht, Leute. Oh, ist das niedlich. Na gut. Also, Dumbo, ab in die Waschmaschine mit dir. Ich würde sagen, warte mal, wir stopfen ihn nochmal rein. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, mein... Das ist doch nicht... Wow! Wow, mach die Waschmaschine aus! Mach die Waschmaschine aus! Digga, ich glaube, das ist nicht normal, ne? Also da gehen wir am besten nach Hause und ich würde sagen, wir sprechen nie wieder drüber. Deal? Ja gut, Dumbo, dann pass auf. Also ich setz dich mal oben erstmal hier rauf. Ich muss mir mal diese Aufzeichnung anhören. Schnee, eine Kuriosität im Juli nach so einem schönen Frühling. Es ging los, als ich diesen Job annahm. Aber ich war nicht der Einzige. Geht's da um den Babysitter? Ja gut, Leute, dann nehme ich das Baby doch einfach erstmal mit und bringe es ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie wir da oben auf dem Dachboden hinkommen können. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts gesehen. Alter! Mensch! Ich sag euch, wie es ist, ne? Aber das Zimmer sieht deluxe aus. Bin ich ehrlich, Königsstück nehmen? Also ich weiß nicht, was man damit machen soll. Aber... Okay. Eventuell... Why you bullying me? Der passt da jetzt nicht so ganz durch, ne? Wir können den Globus drehen. Auch voll geil. Hier ist das Baby Plüschtier. Da oben sind seine ganzen Plüschis und so. Ja gut, kannst du mal... So, perfekt. Kannst du mal da wegkommen? Ich muss mir nochmal das Ding hier durchlesen. Es ist noch nicht Zeit für eine Geschichte. Okay, dann schmeiß ich mal da rein. Da kannst du jetzt auch pennen.
Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Prinz und seine Katze. Oha! Am anderen Ufer in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf. Sieht dieses Baby hässlich aus? Schlief der Prinz tief und fest, da sprang eine Katze auf sein Bett. Ist mir scheißegal, die ist nämlich eh viel zu fett. Ich hab einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen. Entdecker in der Nacht. Oh. Sie ging durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie ging den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie ging an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Was ist das denn, Alter? Ist das eine Geschichte über das Baby oder was? Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn hier nie herbringen dürfen. Ui, 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 ui. Wir haben also die Katze hier drin und Alter. Das Baby schläft. Oh, ist das süß. Ey, crazy, Mann. Das Game ist ja übel wild. Ich sag, wie es ist, aber möglicherweise eins der geilsten Updates aller Zeiten. Freunde, Hashtag schlafen, wenn ihr findet, dass das Baby wirklich sehr niedlich schläft. Ich packe ihn da wirklich jetzt auf seine Kuscheltiere rein, so hier die Katze noch, weil ich heute eine Katzengeschichte vorgelesen habe, stelle ich die hier so hin und der kleine Racker schläft. Kann ich hier das Licht ausmachen irgendwie? Nee, einfach die Tür schließen. Gut, dann gehe ich jetzt halt mal aufs Sofa und guck Fernsehen, ne? Auf entspannt. Let's go, Diggi, rein. Oh Gott! Hä? Verdammt, Alter, das Baby ist wieder wach. Scheiße, ich muss nach oben. Boah, Kleiner, hör mal auf zu schreien jetzt hier. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Ihr habt doch gerade eine Geschichte vorge... Hä? Wo ist denn der? Hello there. Hey, ich hab gesagt, du sollst in dein Bett gehen und nicht weinen. Komm, ich bring dich wieder ins Bett. Okay? Ganz entspannt. Und rein da jetzt! Und wenn du da nicht bleibst, dann knallt's. Dann bring ich Eier mit in dein Bett. Sag ich dir so, wie es ist. So, jetzt gehen wir chillen, Leute. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Dumbo? Ich schwör's dir. Ich mein's ernst. Lass das Ding auf... Ach, weißt du was? Ob ich's da drauf stapeln kann, Leute? Wir werden es einmal testen. Bitte. Guck mal, wie der jetzt guckt. Ist das nicht okay für dich? Ja, dann halt nicht. Guck mich nicht so an, du Häslette. Muss auch mal mit den Babys... Muss man auch mal Tacheles reden, ne? Ich weiß, Leute, ich bin ja der Experte. So, was Babys anbelangt, ist klar. Also, wir setzen uns erstmal wieder aufs Sofa und chillen. Auf ganz end. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem Video zu The Baby in Yellow. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Dickes Küsschen. Denno, out.